So, jetzt kommt's, wie lange erwartet. Ich weiß nicht, hat hier überhaupt irgendjemand drauf gewartet auf das Video von dem Haus, wo ich lebe? Und ich nehme euch kurz mit. Jetzt denkst du wahrscheinlich, hey, du gehst in die falsche Richtung, das Haus wird kleiner. Ich will das Haus kurz zeigen von draußen. Das ist unser Haus. Wir haben eine Doppelgarage, die wir mit einem Auto nutzen. Wir haben einen Briefkasten. Und so ein Stückchen Rasen hier, der so gut wie nie gemäht wird. Was schrecklich ist, schaut schlimm aus. Okay, lasst uns reingehen und ich gebe euch eine Tour durch unser Haus. Let's go. Okay. Das ist der erste Raum, wenn man reinkommt. Hier haben wir unsere Klamotten, hier trocknen wir all das, was wir quasi waschen. Wir hätten hier gern, in diesem Bereich hätten wir gern eine Tischtennisplatte, aber wer kann sich sowas schon leisten? Das sind arme Studenten. Genau, hier ist dann, geht es weiter mit diesem Vorraum, ein bisschen Schuhe rumstehen hier. Und in diesem Raum geht es in das erste Schlafzimmer. Ich werde euch nur mein Schlafzimmer zeigen. Aus Privatsphärengründen. Hier geht es dann direkt in die Garage. Und wie ihr sehen könnt, hier ist auch nur Platz für ein Auto, denn der Rest ist zugemüllt und vollgestellt mit irgendwelchen Sachen. Und ja, wir haben eine Felge, wir haben Fahrrad, wir haben Bettgestell, wir haben jeden möglichen Schmarrn hier. Yes, das ist quasi unsere Garage. Licht wieder aus und weiter ins Haus. Hinter dieser ersten Tür verbirgt sich ein kleiner Abstellraum. Und du kommst rein, du siehst unseren ersten Kühlschrank, du siehst Josh, meinen Mitbewohner, und du siehst die Küche. Das ist unsere Küche. Wir haben hier quasi zwei Kühlschränke, weil wir sechs Leute sind. Ein Gasherd mit fünf Plätzen, Toaster, Mikrowelle, alles, was es braucht. Heute ist besonders sauber, weil wir bekommen heute Leute zu Besuch. Deswegen haben wir schön aufgeräumt. Zweiter Kühlschrank. Und ja, unser Küchentisch. Ich zeige euch kurz unseren Garten. Wie ihr seht, auch schon bei der Haustür, es gibt überall diese Gitter vor den Türen, einfach um Spinnen und Schlangen draußen zu halten. Das ist unser Garten. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, wie unordentlich. Und ja, da hast du recht. Das braucht auf jeden Fall ein bisschen Ordnung hier. Wir haben quasi einen kleinen Garten. Hier wird es wieder in die Garage reingehen. Das war im Prinzip schon unser Garten, klein, aber fein und dient als Abstellplatz die meiste Zeit. Hier geht es dann in unser Wohnzimmer. Hier haben wir unsere Prayer-Request-Tafel, die im Moment leer ist. Das wird sich heute Abend ändern. Genau, wir haben Sofas, einen Tisch, wir haben sogar einen Fernseher und eine Soundanlage, einen kleinen Fernseher. Einer unserer Mitbewohner hat so ziemlich all das, was ihr hier seht, gefunden auf der Straße und hier reingebracht. Natürlich sauber gemacht. Ich weiß, die meisten von euch würden wahrscheinlich auf diesen Möbeln nicht sitzen wollen, wenn die mal draußen standen oder von fremden Leuten kommen. Aber das ist, was wir als Studenten hier haben. Okay, weiter geht's. Und zwar haben wir hier einen kleinen Gang. In diesem kleinen Gang haben wir, oh, eine Tür zurück, eine Waschmaschine, keinen Trockner und dieses komische Gestell, wenn du dich fragst, was das ist. Das ist so eine Heizungseinheit hier. Kannst du deine Klamotten aufhängen und es trocknet das Ganze. Eine Toilette und ein Bad mit Dusche. Das ist quasi das Gemeinschaftsbad, wo die meisten, wo vier Leute aus unserem Haus sich duschen und sauber machen. Ich habe aber mein eigenes Bad, weil ich mir ein Zimmer teile. Ja, hätte ich mal aufräumen können. Hier ist mein kleiner Bereich mit Schreibtischstuhl und einem kleinen Bett. Und hier gleich nebendran mein Mitbewohner Josh, den ihr gerade schon gesehen habt. Wir haben quasi das Master Bedroom.
Deswegen teilen wir, alle anderen haben Einzelschlafzimmer. Und hey, hier ist unser Bad. Genau, auch mit Dusche und wir haben unsere Toilette hier mit drin. Und wir haben dann noch einen Ankleideraum, der relativ klein ist. Genau, hier hängen auf der linken Seite meine Klamotten, auf der rechten Seite Joss Klamotten. Und das ist unser Zimmer. Und irgendwie ist das auch schon unser Haus. Es ist klein, aber hoch. Es ist alles auf einer Ebene. Es ist nichts groß Aufwendiges. Es gibt keinen Keller, es gibt keine zweite Ebene. Alles auf einer Ebene. Und hier leben wir. Viel zu weit weg vom College. 40 bis 45 Minuten Laufzeit. Deswegen nehmen wir meistens den Bus oder fahren mit unserem Mitbewohner. Der hat ein Auto. Und ja, das war eigentlich schon die Tour durch unser Haus. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann lasst es mich wissen. Und ja, ich hoffe, das Video kommt nicht zu spät. Wie gesagt, in Australien ist alles ein bisschen relaxter und wir nehmen es nicht so stressig. Deswegen kommt dieses Video auch ein bisschen später, aber es kommt. Macht's gut, Leute. Lasst was von euch hören. Ciao, ciao.